Der Siedlungsraum hat ein riesiges Potenzial zur Förderung der Biodiversität. Aber es wird noch zu wenig genutzt. Um noch mehr Menschen für die Naturvielfalt zu gewinnen, zeichnen wir mit dem Bindingpreis für Biodiversität vorbildliche Projekte im Siedlungsraum aus. Als Anregung und Beispiel für andere. Die Jury vom Bindingpreis für Biodiversität hat einstimmig im Jahr 2022 den Preis der Stadt Bern, die Kandidatur der Stadt Bern, gegeben. Aus dem Wissen, dass das nicht ein neues Thema ist für die Stadt Bern. Es wird seit Jahren bewirtschaftet. Aber sie hat eben zusätzlich den Effort geleistet, versucht, das Thema neu zu setzen und vor allem auch eine Akteursgruppe herzutragen, die vielleicht a priori nicht so biodiversitätsaffin sind. Und das ist aus der Sicht der Jury sehr gut gelungen. Man merkt, in Bern wird Biodiversität nicht nur gemacht für die Natur, sondern auch für den Menschen und für einen Lebensqualität im urbanen Raum und damit natürlich auch für die Attraktivierung des Standorts Bern. Es ist ein beachtlicher Leistungsumfang, der hier schon gebracht wurde mit ganz wenigen Leuten. Das verdient auch eine Auszeichnung. Und man hat sich eben nicht gescheucht, aus der Bubble rauszutreten und mit neuen Kreisen, sei es jetzt Immobilien, Arealentwickler oder eben ein Tiefbauamt, ein Tabu vor Entsiegelung anzugehen. Das ist schon sehr speziell und muss ich sagen, eigentlich auch vorbildlich und zeigt, in welche Richtung es muss gehen, wenn man Biodiversität im Siedlungsraum fördern will. Das Ziel des Themenjahr Biodiversität – Natur braucht die Stadt ist, dass wir mehr naturnahe Fläche im Siedlungsraum bekommen. Und das haben wir auf zwei Schienen gemacht. Auf der einen Seite haben wir gesagt, wir die Stadt Bern im öffentlichen Raum umsetzen, was möglich ist. Und auf der anderen Seite haben wir gesagt, wir die Leute unterstützen, dass sie selber auch etwas beitragen können. Hier, diesen Raum hier, den haben wir auch im Rahmen des Biodiversitätskonzepts aufgewertet. Wir konnten damit zeigen, dass ein Raum, der vorher einfach reine Rasenfläche ist, wenn man den mit den Leuten zusammengestaltet und im Hinblick auf die Biodiversität, dass das ein Riesenpotenzial hat für die Natur. Wir haben hier immer mehr Tierarten, aber dass das so ein echter Gewinn für die Leute ist. Also in diesem Raum hier, wo vorher eigentlich sich fast niemand hat aufgehalten, tun sich jetzt tagtäglich ganz viele Bewohnerinnen und Bewohner, die hier in dieser Siedlung wohnen, ihren Mittag oder ihren Nachmittag verbringen. Eine der Aufwertungen im öffentlichen Raum sind so Entsiegelungen wie hier bei der Fußgängerzone Bümplitz, die das Tiefbauamt der Stadt Bern hat durchgeführt hat. Entsiegelungen sind total wichtig, weil solange man Asphalt am Boden hat, hat man nicht einmal das Potenzial, da kann gar nichts wachsen. Wenn man keinen Asphalt mehr hat, dann geht es vielleicht ein Zeitchen, aber früher oder später begrünt es sich und es entsteht ein Lebensraum. Der grösste Teil der Aufwertungen im öffentlichen Raum haben natürlich unsere Unterhaltskreise von Stadtgrün Bern gemacht. Und das auf der einen Seite, mal überall, wo es möglich ist, an der Strasse, in den Parkanlagen, wie man hier zum Beispiel sieht, mit Wiesen überall und Strukturen. Und auf der anderen Seite aber auch ganz spezifisch, was irgendwie Sinn hat gemacht. Wir haben auf dem Bremgartenfriedhof Arten, die dort vorkommen, das Glühwürmli, haben wir Aufwertungen gemacht, dass sich das ein bisschen ausbreiten kann oder für die Eidechsen. Oder auch einen neuen Teich geschaffen für Amphibien, die dort früher viel verbreiteter waren und jetzt eigentlich fast keine Laichmöglichkeiten mehr haben. Oder auch im Winterheli, wo wir in der Nähe die gefährdete Kreuzgrotte haben. Dort haben wir, wo wir die Spielbereiche und den Parkteil haben neu gestaltet, haben wir ganz spezifisch auf die kleine, herzige Krottenart Teiche gemacht, die genau ihren Ansprüchen entspricht. Die zweite ganz wichtige Schiene von diesem Themenjahr war, dass wir die Bevölkerung unterstützen wollen, dass sie selber auch aktiv werden. Und wir haben 7 Stadtspaziergänge durch die ganze Stadt gemacht, wo man auf jedem von diesen Spaziergängen an verschiedenen Posten die wichtigsten Lebensraumtypen hat schauen konnte. Dort ging es darum, zu zeigen, wie Stadtnatur aussieht, wie überhaupt so ein Lebensraum aussehen muss, dass er etwas taugt. Das Wichtigste an diesen Posten waren aber die roten Rahmen. Wenn man hier durchschaut, dann sieht man eigentlich genau, wie so ein Lebensraum aussehen muss. Und das war dann die Grundlage für die Leute,
dass sie können entscheiden können, ob ich das in meinem Garten habe, hat das Platz, kann ich das vielleicht sogar auf dem Balkon anlegen. Dazu haben wir auch literarische Texte gemacht, dass man zu diesen Lebensräumen auch wie eine Verbindung zum Menschen schaffen kann. Also, dass man es mit einer Geschichte füllen kann. Gärten, die Biodiversität fördern, haben wir als Biodiversitätsgarten ausgezeichnet und haben diesen Gärten ein Schild gegeben für einen Gartenzaun. Mit dem haben wir die Möglichkeit gegeben, dass man die Gärten auch etwas sichtbarer macht in der Stadt. Das ist so ein bisschen das eine. Und auf der anderen Seite aber auch, dass die Leute auch gegenüber ihren Nachbarn zum Beispiel können zeigen können, wenn sie etwas verwilderte Ecken haben oder irgendwie Holzhäufen oder so, was nicht alle Leute so toll finden, dass das eben einen Wert hat. Bis heute haben wir um die 80 so Biodiversitätsgärten auszeichnen. Etwas vom Kühlsten war, wie viele Partner sich an diesem Themenjahr beteiligt haben. Sehr stark beachtet ist zum Beispiel die Aktion Klimabalkon vom Amt für Umweltschutz, die darauf aufmerksam gemacht hat, wie wichtig das Grün auf den Balkon ist, auch für das städtische Klima. Die Stadt Bern freut sich natürlich sehr über den Bindingpreis für Stadtgrün Bern. Damit wird ein langjähriges Engagement für die Biodiversität gewürdigt. Das ist eine riesen Ehre. Es gibt uns aber auch national Visibilität. Es gibt uns einen weiteren Schub bei unseren Bemühungen. Seit dem Themenjahr tun wir die Biodiversität von Anfang an bei den Projekten mitdenken. Wir tun auch viel vernetzter vorgehen, amtsübergreifend und auch direktionsübergreifend. Das Projekt zeichnet sich nicht nur dadurch aus, was man gemacht hat, sondern eben vor allem auch, wie man es gemacht hat und welche nachhaltige Wirkung man damit erzielen kann bei Zielgruppen weit raus über den Naturschutz.